Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. So, ja, ich habe ein bisschen gewerkelt über Nacht. Oh, die Schmelze ist aus. Warte mal, da muss noch mal ein bisschen was rein. Es war eben schon wieder eine Schreierin hier, die konnte ich Gott sei Dank rechtzeitig wegpusten. Schmelze noch mal ein bisschen weiter hier. Die schliche um die Base, hat einmal kurz gequiekt, aber dann hatte ich sie erledigt. Ich glaube, es hat nicht gereicht, dass sie ihre Kumpels herangeschrien hat. Die kommt halt immer, wenn ziemlich viel Bewegung ist. Ne? Ich hatte einen Zementmischer laufen, beide schmelzen und habe so hier noch ein bisschen an der Werkbank gewerkelt. Ich denke mal, das hat die so ein bisschen auf den Plan gerufen. Ihr ruft sonst eine kleine Wanderhorde zusammen. Die hatten wir ja schon mal beim letzten Mal am Haus. In den letzten Folgen. So, kleines Frühstück für Helden. Das werden wir auf jeden Fall brauchen. Ne, ihr seht, ich habe mal 700 Betonmischung schon mal durchlaufen lassen. Hier sind Steine geschmolzen. Ich mache jetzt gerade Zement und noch ein bisschen geschmiedeten Stahl, dass hier immer alles am Rauschen ist. Läuft mal wieder ein bisschen Lehm durch. Und ich bin am Munition herstellen. Guck mal hier. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. 350. Ich denke mal, wir nehmen heute mal ein bisschen mehr mit, denn wir machen eine befallene Mission. Ah ja, Dietrich habe ich auch gebaut. Ah, 4 Uhr, guck mal. Also so einiges zu tun gehabt über Nacht. Ich würde gerne, ja, den Basie. Den haben wir uns beim letzten Mal freigeschaltet, den Stufe 4 Basie. Der hat einen Schaden von 26,4. Im Gegensatz zu unserer 5er-Keule, die hat nur 19,2 und ist schon gemoddet. Also wenn wir die Mods jetzt noch hier rüber packen, haben wir... Wie viel hat die? 19,2. Okay, warte mal, verändere das mal. Dann nimmst du... Ach, wieder Firmenlicht da oben dran rum. Die beiden raus. Veränderst den. Der war übrigens ganz schön teuer. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber ich glaube, 50 geschmiedetes Eisen... Jo, da gehen 3 Mods rein schon in den 4er. Ich dachte, da gehen nur 2 rein. Das heißt, wir bauen uns auf jeden Fall noch eine Mod. Jetzt ist nur die Frage, haben wir noch was? Mods. Ich glaube, da haben wir noch nicht so viel, was da noch reingehen würde. Aber wir können uns noch was bauen. Und dann bauen wir uns doch noch mal eine Mod. Wir könnten auf jeden Fall noch entweder beschwerter Kopf. Das war ja da noch nicht drin, ne? Nö. Für alle Nahkampfwaffen und Werkzeuge. Betäuben und verlangsamen. Hört sich eigentlich gut an. Brennender Schaft auch nicht schlecht. Aber ich weiß nicht. Finde das nervt, wenn ich die ganze Zeit mit dem Basie rumlaufe. Und ständig flackert da so ein bisschen was am Bildrand. Das stört mich immer eher ein bisschen beim Zugucken. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich würde erstmal den beschwerten Kopf nehmen. Das ist besser für die Augen. Verfolgen wir mal. So, 5 Kleber, 5 geschmiedetes Eisen. Haben wir alles da. Geschmiedetes Eisen. 10 Schraubenfedern. Oh, ich muss mal ein paar Autos abbauen. Das habe ich noch ein bisschen vernachlässigt. Aber du hast ja hier immer alle Hände voll zu tun. Kriegen wir auch gleich ein paar mehr mechanische Teile. Aber das reicht schon mal. Dann können wir die mal bauen. Ich hoffe, die passt da rein. 45 Sekunden, sehr gut. Dann könntest du jetzt den schon mal zerlegen. Ja, guck mal, der hat nur 16,8. So 26, also der macht fast 10 mehr Schaden. Das lohnt sich voll. Der wird sich jetzt noch mal ein bisschen erhöhen sogar. Mal noch schnell die Munition wegräumen. Erster Schritt ist getan. Ich müsste dann halt gleich wieder Nachschub besorgen. Wir brauchen auf jeden Fall wieder Kohle und Nitrat.
Den zerlegst du bitte. Dass uns hier auf keinen Fall die Munition ausgeht. Ich habe mir hier den Gefängnisausbrecher mitgenommen, um 100% Erfolg beim Schlösserknacken zu haben. Ja, nochmal zwei Schaden mehr. 32,4. Da kannst du schon ein paar Vorderzähne mit. Weißt, was ich meine? So, beschwerter Kopfmord. Nicht mehr verfolgen, bitte. Okay, ich denke. Du hast jetzt ganz schön viel Zeug dabei, dann musst du ein bisschen was ins Fahrrad legen. Aber ich habe mir gedacht, du nimmst auch mal lieber zwei Verbandskästen mit und fünf Verbände und so. Dass wir auch gut ausgerüstet sind. Denn das wird ein schweres Stück Arbeit werden. Die befallenen Quest, die wir uns heute vorgenommen haben. Sagen, den lasse ich erstmal da, dann musst du allerdings wieder. Ah, weiß ich nicht. Dann müssen wir vielleicht später was umlagern, aber so müsste ich ja jetzt wieder ins Fahrrad zurücklaufen. Wenn ich irgendwas brauche, ich nehme es erstmal mit. Gut, dann lass nicht lang rummachen, wir fahren mal langsam los. Ja, ja, mach doch, was du willst. Ich habe die Tür offen gelassen, wenn du rein willst, dann kommst du halt. Vergessen zuzumachen, nicht, dass da drin wer wohnt, wenn wir zurückkommen. So, was haben wir denn für ein Gebäude? Gott, ist das diesig. Und das hier für ein. Oh, da ist ein großer. Den hätte ich vielleicht sogar mal abbauen können. Die Zugmaschine. So ein Motor. Aber dann mache ich danach nochmal eine Tour. Ich würde eigentlich mal ganz kurz mein Basie ausprobieren wollen. Moinsen! Wie schmeckt der denn so? Oh, schmeckt vorzüglich. Hast du gehört? Hat er gesagt. Ich freue mich. So, was haben wir hier? Schön, Erntewerkzeuge. Steinwerkzeuge, Qualität 5. Oh, Bewegungssensoren. Aha. Nice. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch Fallen level. Oh, das ist ein Polizist. Scheiße. Den müsste ich mal aus Safe killen. Da kriege ich den mit der Keule weg. Ich weiß gar nicht, ob ich das ausprobieren will. Nee, komm. Machen wir nicht. Wir schießen den einfach. Oh, oh. Ihr habt schon Puckern gehört, ne? Da fliegt ihr auch immer Ohren, wenn ihr nicht aufpasst. Und der erstmal explodiert, ist keine Freunde mehr. So, lass rein hier. Was ist das für eine Bude? Ach ja, Post Office, stimmt. Oh, das sieht ein bisschen größer aus. Wollen wir hier korrekt mal das Fahrrad hier in einem Parkbuch ablegen? Ich bin doch. Und das? Okay, befallene Quest. Stufe 3. Entschuldigung? Ach, mach doch, was du willst. Jetzt hast du es doch mitgekriegt, oder was? Ich kann hier nicht so weit weg, sonst verlasse ich das Missionsgebiet. Kommst du mal ein Stück ran? Alter, die sind tatsächlich One-Hit. Wie geil ist das? So. Wollen wir hier kein Risiko eingehen? Den ATM, den knacke ich diesmal direkt, sobald wir hier über die Scherben gelaufen sind.
um mal ein bisschen was aufzuwecken. Scheiße. Okay, Basie. Nochmal drei. Das ist ein Gelber. Da spuckt ein Polizist. Upsi. Den mache ich mal lieber auf Safe. Auch hat schon wieder Munition gekostet. Ich hoffe, wir haben genug Munition mit. Junge, guckt ja, wie viele Zombies hier schon kamen. Ich bin noch nicht mal richtig zur Tür rein. Oh mein Gott. Ja gut, ne? Befallen halt. Nix im Mülleimer. Aber danke für das Papier im Briefkasten. Ist auch der einzige. Ist nur ein Loot-Container quasi. Okay, ich würde... Ja, den knacken wir mal auf. Ganz entspannt. Die Kohle nehme ich mit. Wofür haben wir die Dietriche gemacht? Da würde ich jetzt den Gefängnisausbrecher noch nicht nehmen. Nice, direkt durchgezogen. 500. Ist nicht der Beste? Oh. Du hast er da. Noch eins? Oh, komm. Machen wir direkt noch eins. So. Scheiße, einen Knochen wieder mitgenommen. Der Sale war nicht schlecht, ist nichts mehr da. Das ist nicht das beste Ergebnis. 500 wollte ich sagen, aus dem Geldautomaten. Und, ich hoffe, wir haben da in der Bank mehr Glück. Da fahren wir einfach nochmal vorbei, da kommen wir ja easy dran. Da, wo die zwei Geldautomaten standen beim letzten Mal, die habe ich natürlich jetzt wieder vergessen. Beziehungsweise mussten wir auch zeitig nach Hause wegen der Infektion, dass wir die geheilt kriegen. Wäschekorb? Nichts drin. Und im vorderen Bereich haben wir leer gemacht. Ah, da war ein Buch. Sehr gut. Vielleicht noch eins. Okay, Knüppel. Und Fahrzeugfertigung. Gönnen wir uns. Und weiter geht's. Eine Leiter hoch. Ja, das ist... Und hier ist das Treppenhaus. Soll ich darüber springen? Nö. Kommst höchstens wieder raus. Das macht keinen Sinn. Dann gehen wir mal eine Leiter hoch. What the? Himmelarsch! Kommen die da die Leiter runter? Okay, hier ist noch ein bisschen mehr Betrieb. Ich muss das mal irgendwo hin. Oh, hier geht's direkt aufs Dach. Alter, ist hier noch? Ich sterbe.
Ich habe keinen Verband genommen, oder? Nach dem Kampf im Fahrstuhl. Ey, das ging schnell. Verdammter Mist. Okay, da war ich zu unvorsichtig tatsächlich. Verdammte Hacke. Muss ich erstmal meine Sachen wiederholen. Ey. Wie viele verdammte Geier waren denn das? Oh, erstmal mein Zeug. Wo ist denn jetzt der Infizierte hin? Der hat auch gelbe Augen hier, der Kollege. Wo ist denn jetzt dieser komische Spinnenzombie hin? Ist er runtergesprungen? Ja, jetzt überlege ich gerade, machen wir die Mission überhaupt noch zu Ende? Wir können ja mal zum Hauptloot gucken. Belohnung gibt es natürlich wieder keine, aber komm, wir holen uns wenigstens den Loot hier noch ab. Scheiße, das war ja richtig übel. Gut, war nicht meine Glanzleistung, gebe ich zu. Aber ich war von der Härte auch überrascht. Wo muss ich denn jetzt hin? Soll ich hier runterspringen? Wahrscheinlich, ne? Oder geht's da hinten eigentlich eher weiter? Na, runter kommt man immer irgendwie, ne? Das ist wahrscheinlich egal. Hallo? Wie es doch immer wieder Situationen gibt, wo du einfach ein bisschen überfordert bist. Das so. Wenn es jetzt zu einfach wäre, wäre es ja auch langweilig. Dann ist auch mal wieder abgenippelt. Ja, wo kommt er denn? Alter! Okay, mal hier rüber. Ja, sehr gut. Jetzt nachladen. Alles, keine Panik, ist ja noch Zeit. Okay. Hier wäre ich safe sowieso gestorben. 5 Meter weiter. Aber wir sind doch schon beim Endloot, verdammt noch eins. Ja, hier sind noch irgendwie welche. Hier geht's nicht rein. Ein paar sind hier noch unterwegs. Alter, da brichst du hier durch. Wie krass ist das denn? Die Kiste hier wird wohl leer. Nö. Ah, ich krieg den befallenen Kram hier trotzdem. Wie geil ist denn das? Sag mal her. Ja. Okay, das ist nice. Bücherregal. Die
Händlerbelohnung geht uns flöten, aber ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass ich jetzt diese befallene Kiste da kriege. Hör doch mal auf, in dem Klo rumzufummeln. Was ist denn los mit dir? Das ist auch schon das dritte Mal gewesen. Ach, Kacke. Ich hätte es gern geschafft, aber naja, gut. Ja, das zerleg mal bitte. Die zerlegst du auch mal. Ja, eine Feder schmeißt mal weg. Irgendwo ist dieser Klappstuhl hier noch, dieser Spinnenklappstuhl da. So, Schlagringe. Das kann weg, Schmerzmittel nehme ich aber mit. Und eine 5er. Wenn du weißt, wo du suchen musst, kannst du fast überall Geld finden. Finde mehr Duke-Symbole. Aber warum nicht? Hier ist verschlossen. Nö, die kannst du direkt mal zerlegen. Da war es schon dran. Was haben wir hier? Sturmgewehre und Arbeitsstationen. Da brauchen wir doch 3 für die für den Chemietisch. Ist uns zwar dann nichts großartig. Ich glaube, den Raum haben wir dann schon. Müssen wir uns jetzt erstmal wieder zurückkämpfen. Jetzt hier wohl nach oben zu dem Schreihals. Hast du jetzt hier alles? Irgendwie. Ja, doch, Spinte war nichts drin. Was hast du alles mitgenommen? Zum Fenster raus oder hier hoch? Na, wir gehen mal hier hoch. Wie weit kommst du denn hier? Ja, ist doch gut. Sonst wäre er sofort bei mir. Hier bin ich eingebrochen. Ja, nice. Weiß ich nicht, ob ich hier schon fertig gelootet hatte. Ich glaube, hier war ich sogar durch. Wo ist er denn? Nicht nur Müll. Kommst auch nicht weiter ins Gebäude rein, ne? Leute, ich glaube, das war's. Lass uns mal lieber eine neue Aufgabe abholen. Wir hauen ab hier. Und da fällt man auch durch. Oh, Kartoffelsamen. Machen wir hier die Baseballmütze, dann zähle ich die mal. Alter. Bin ich schon wieder voll? Achso, ich habe irgendwas anderes zerlegt. Ich konnte das gar nicht. Zweimal Stoff. Kartoffelsamen würde ich ruhig nochmal mitnehmen. Wir haben große Felder später zu bestücken. Hast du hier noch was Geiles? Euro. Die Stiefel sind 12, die kannst du zerlegen. So, nimm die noch mit. Gut, dann schraube ich noch den Truck da ab. Lass mal hier runter sliden. Sehr gut. Nichts gebrochen. Hauptblut haben wir zumindest abgestaubt. Da steht er. Den schraube ich uns nochmal eben auseinander. Holen wir uns eine neue Aufgabe ab. Was willst du machen? Auf dem Weg zum Händler. Zur nächsten Aufgabe. Ah, ich ärgere mich immer noch, dass ich so abgestunken bin.
Aber gut, so ist es. Nehmen wir einfach eine nächste Aufgabe an. Weiter geht's. Wir haben munitionstechnisch sogar ein bisschen Plus gemacht. Ich war schon ausladen in der Base. 270 Schuss und dann hatte ich noch ein bisschen 9 mm und so. Ja, ja. Schon klar. So, was hast du denn? Oh, zweimal befallen, ne? Wollen wir es nochmal probieren? Ist ein bisschen knackig, aber... Luigi's Pizza. Komm, wir geben nicht auf. Ich probiere es nochmal. Ich verkaufe dir hier schon mal eben die Kohle. Hast du eigentlich schon neue Sachen? Weiß gar nicht so genau. Munition will ich nicht. Oh. Good job. Those damn things are selling like hotcakes. Wo kommt da runter? Was, bin ich blind? Südwestlich. West-Südwest quasi. Upsi. Ah, hab ihn gar nicht gesehen. Setzen wir uns schon mal einen Wegpunkt. Ich gucke noch mal ganz kurz, dann starten wir los. Das muss ich noch mal machen. Wir müssen ein bisschen vorsichtiger reingehen und dann kriegen wir das auch hin. Ja gut, 20 Schießpulver ist jetzt nicht ultra geil. Oh, Schalldämpfer-Mod. Ein paar neue Sachen hat das schon, ne? Zweimal Knüppel? Bogen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und zweimal Knüppel kaufe ich dir nochmal ab. Was soll's. Und hier Fertigung von Sprengstoffen nehme ich auch mal einmal mit. Ich glaube Gewehr nicht und Bogen brauche ich jetzt auch nicht ganz dringend. Hm. Irgendwelche Medizin noch? Nö. Ich glaube, wir sind durch. Das war's. Thank God you're done browsing. Next time I'll charge you for that. So, Sprengstoffe erst 4 von 100. Wir müssen direkt mit den Büchern doch nochmal ein bisschen mehr Gas geben. Er kann es nicht lassen, er versucht es nochmal. Befallene Quest 3. Ich, fand mich nicht gut. Diesmal kriegen wir es besser. Hin, hoffe ich. Wir nicht. Aber ey, da waren zwei. Einmal oben mit den Geiern, das war echt mies. Und dieser Raum, wo wir reingestürzt sind. Alter Schwede, ich glaube, da wäre ich auch drauf gegangen. Aber wir haben ja gelernt, die Munitionskiste gibt es trotzdem. Und da kannst du schon ein bisschen Plus machen. Aber ich würde auch gerne mal die Quest jetzt schaffen. Das wäre schon geil. Luigi's Pizza ist aber nicht die Bude, wo wir schon drin waren. Ne? Das war ja Mamas Pizza. Schande. Schon wieder schlecht Wetter jetzt hier. Jetzt überlege ich gerade, wo war denn die Bank eigentlich? Ah, hier ist Luigi's. Boah, das ist ja dieses riesen Gebäude hier. Schon was unterwegs hier auf der Straße. Es ist klar, dass du wiederkommst. Aber für dich nehme ich einen Knüppel. Einen schönen Salto gemacht. Bleib liegen. Stinkst. So. Da kommt der nächste. Schade, so ein kleines Antibiotika hätte ich auch mal wieder gebrauchen können. Wo ist denn der? Jetzt sag nicht, du hast es gehört. Warte mal, den zisch ich mal kurz an auf die Birne. Das Geräusch. Plong. Mega nice. Okay, jetzt hast du schon jede Menge Schmuddel eingesammelt, bevor es überhaupt losging. Ich starte mal.
Die Autos werden hier nicht mit resettet. Okay. Gammeliges Sandwich, 5 Bücher kannst du direkt hier lassen. Goldrute kannst du da lassen. Ich würde mal eine Kleinigkeit mir reinschieben. 50 Nahrung, ist ganz schön üppig. Na komm. Laden hast du? Ich kann es nochmal laden. Zweiter Versuch, Leute. Wir müssen es diesmal hinkriegen. Bemühe mich. Noch ein paar mehr jetzt aufgewacht, ist klar. Erstmal nur einer. Alter! Darf halt nicht zu weit weg vom Gebäude. Da schickt er mir schon wieder eine Horde, der Schweinepriester. Der Seven Days God ist nicht auf meiner Seite gerade. Oh, scheiße. Ja, da kommen noch ein paar, na klar. Hat ja nicht erreicht. Die Jungs, die drei Jungs in Anzügen sind auch noch mit dabei. Aber die keule ich jetzt weg. Genug Munition jetzt verschossen. Kommt mal hier rüber, bitte. Wir haben keinen Bock. Alter. Stirb. Jetzt hast du da einen Sack dabei. Na, nochmal 11 Schuss wiederbekommen, aber das war ja schon mal nicht so nice. So, jetzt mal wieder zurück zur eigentlichen Aufgabe, die ist schwer genug. Schickt er mir noch mal ein paar Militärjungs vorbei. Also hier sehe ich nichts. Säubere Gebiet, okay. Da müssen wir eh alle wegknallen. Wänden leuchtet. Kasse ist leer. Wir auf dem Klo. Nope. Oh, schreckt mich doch nicht so. Mann, ich bin noch hier auf 180. Hallo. Mit dem Pfeil werde ich wahrscheinlich schon gar nicht mehr so viel ausrichten können, ne? Junge Frau, wie ist es? Kann ich hier bei Ihnen was bestellen? Anscheinend nicht. Hast schon geballert wie so ein Irrer vor der Hütte, aber jetzt leise sein. Okay. Hier ist alles gut. Hier haben wir alles. Dann müssen wir wohl nach oben. Ich sehe keinen. Ist gut, der war schon tot.
mal nachladen. Da leuchtet es wie wild. Ich gehe erstmal hier gucken. Hat ein Schrank, könnten Bücher sein. Nice. 49, ein Buch noch. Samen ist auch nicht verkehrt, aber wir bräuchten echt mal Fallen. Das wäre nice. Wir bleiben erstmal hier. Wir gucken mal, was er hier so bewacht hat. Er hat aber ein schönes Kämmerchen gehabt. Der arme Kerl. Ja, hier ist ja wenig drin los. Okay. Guck ich nochmal hier hinten. Den hast du aber gut erwischt. Wo bist du? Da. Was geht ab hier auf dem Klo? Keine Schweinereien, bitte. Zack, gelben Anzug. So. Tür dazu. Stuhl lassen wir hier. Gut, dann müssen wir weiter hoch, wa? Let's go. Einer da? Bin erstaunt. Wie geht's auf dem Balkon? Ey, das ist doch schon wieder so ein Riesengebäude hier, oder? Oh Gott. Ach da. Warte, warte. Drin? Nein. Bisschen Wasser nehme ich gerne mit. Langsam wird doch das Essen knapp. Ich kann die Blume nicht aufnehmen. Katastrophe. So, was war hier bei euch los, Jungs? Da geht's auch irgendwie lang. Hier noch wer? No. Irgendwas im Regal? Auch nicht. Okay. Hier ist eine allerhöchste Geiergefahr. Ich will noch mal eben kurz hier gucken. Hier ging ja auch die normale Treppe hoch. Vielleicht würde ich lieber erstmal hier lang gehen. Schön langsam. Okay, hier könntest du dich rausprügeln, aber ich nehme an. Der offizielle Weg, das kannst du gleich mal zerlegen, bitte. Zwei Holz hast du dabei? Aber wir gehen den offiziellen Weg hier. Hier ging es auch noch raus, ne? Ah, schön. Die Tasche kannst du aber behalten. Ey, da will ich nichts mit zu tun haben. Stört sich doch bloß. Okay. So, aus. Hier oben wird es bestimmt nochmal ätzend. Siehst du hier Geier? Augenblick nicht. Komm aber bestimmt. Da
liegt einer. Da liegt eine. Okay, der ist tot. Hehe. Oh. Bleiben Sie mal bitte liegen, gute Frau. Alter Schwede. Scheiß Geier wieder. Kein Risiko eingehen. Hier noch wer? Nope. Hier wär's da rausgekommen, ne? Durch die Tür. Ey, diese Schweine, ne? Ein Schweinebacken. Schon wieder abgestürzt. Hier ist keiner. Mal gucken, wo ich hier gelandet bin. Ey, schon wieder keinen Plan mehr. Ja, hier war nichts zu looten, war dann. Gehen wir mal hier. Oh. Jetzt bin ich im anderen Gebäude? Nee, doch nicht. Das ist ein anderer. Oh Gott, ich bin lost. Da leuchtet's. Ich guck mal kurz hier rein. Ein Klon am nächsten hier, was ich hier loote. Da ist nichts dahinter. Okay. Soll ich hier nach oben? Oder wo soll ich hier hin? Hier geht's auf jeden Fall mal weiter hoch. Wo ist denn der gerade runtergeplumpst? Das sieht nicht aus, als sollte ich hier hoch. Dann gehen wir mal hier hoch. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Wo war? Ja, auf dem Dach. Wo geht's jetzt weiter? Ich meine, wo geht's denn jetzt weiter? Nehmen wir an, hier. Was haben wir da? Rüstungsfertigkeiten. Wer, wo ist hier der Loot? Ich höre da noch wen. Was geht ab? Dann hier das verdient, der Stinker. So, okay, Papier hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Jetzt nicht leichtsinnig werden oder durchziehen.
Immerhin habe ich keinen Plan, wo ich hier langlaufen muss. Das ist sehr beruhigend. Aber einfach immer weitermachen. Jetzt sind wir hier auf der zweiten Etage. Okay, ich glaube, hier war ich auch schon. Nee, doch nicht. Jetzt muss ich anscheinend wieder runter hier in der Bude. Wir sind ja jetzt in einem anderen Haus quasi. Mal Papier. Dann geht's raus. Geht auch einfach raus. Hallo. Hier ist keiner. Wir uns mal durch. Ziemlich großes Teilchen. Bis jetzt ging's noch. Oh, guck mal da. Steht schon mal einer. Jetzt mal einen Pfeil reinzwicken. Einfach nur so, just for fun. Oh Gott. Alles klar. Hier geht's nochmal wild ab. Auf geht's. Da hat sich gerade irgendwas durchgeprügelt. Wo bist du denn, du Stümper? Hier? Wir haben's. Sollen wir mal noch sagen, wir kriegen keine befallene Mission hin. Hosen sind noch voll bis oben zum Rand, weißt du, aber ja, ich war sehr, sehr, sehr vorsichtig diesmal, aber ich wollte nicht nochmal drauf gehen. Zweimal am Stück. Wäre doch scheiße gewesen. Mutti, ich bin eigentlich schon fertig. Was soll denn der Scheiß? Du stinkst wohl. Nicht zu glauben. So, oh. Nice, eine Dreifach-Taschenmod ist schon mal richtig gut. Das hier könnten wir rein theoretisch verkaufen. Lass mal ein bisschen aufräumen hier die Bude. Du kannst auch mal was essen. Hast du dir jetzt mal redlich verdient? Trink mal ein Schlückchen. Das Sandwich wollen wir lieber nicht. Kartoffeln nehme ich selbstverständlich mit. Papier brauchst du auch nicht. Das Buch Medizin können wir lesen. Ich hoffe, jetzt ist Ruhe hier, ja? Los, wir gehen gleich richtig ran. Relativ wenig Munition diesmal von der 762er, aber ansonsten. Oh, eine nice Stacheldrahtmod. Und die Geschossspitzen. Brauchen wir noch so einen Puffermantel? Wir haben ja eigentlich einen an, ne? Zerleg den mal bitte. Kannst du das noch mitnehmen? Kein Platz im Inventar. Ja, ich weiß doch. Herrgott. Wo ist ein Kochtopf? Mal nachladen, falls die nächste Mutti von der Decke kommt. Ich glaube 10-mal Gammel. Kannst jetzt auch wegmachen. Raketenwerferteile. Und nochmal Stahlknüppel, sehr nice. Ich glaube, ich lese das. Gibt ja zumindest ein paar XP. Damit wir hier noch das hier mitnehmen können. Okay, wir sind natürlich relativ lange jetzt schon wieder von der Folge her. Kürbis? Oh Gott, wie ich mich wieder nicht hier von irgendwas trennen kann. Drei Metall. 49 Holz. Da nehme ich lieber was zu essen mit.
Aber ich würde jetzt noch schnell fahren und wir sehen uns beim Händler. Was haben wir hier? Samen. Nice, Jucker freigeschaltet. Goldrute brauchst du nicht. Wir geben noch zusammen ab. Oh. Sehr gut. Das kannst du auch hier lassen. Wie sieht's denn aus? Haben wir hier alles gelootet? Ah, da war nur das Mais. Das Maismehl drin. Ich glaube, wir haben hier alles. Hier kommst du raus. Sehr gut. Direkt beim Müll. Brauchst du noch einen Kochtopf? Aber ich glaube nicht. Da warst du drin. Da vorne geht es jetzt nicht raus. Alles klar, wir machen uns los. Ich glaube, wir haben es tatsächlich. Oh, jetzt wolltest du wieder aufs Klo rein. Wo war doch die Tür? Ah, hier. Kochtopf würde ich dann hier lassen. Wir sehen uns dann beim Händler. Wir trudeln so langsam ein. Bei Onkel Hugh, der uns hoffentlich nochmal eine schöne Belohnung da lässt. Ja, mal auf. 19 Uhr, hat jetzt auch ein bisschen gedauert. Wenigstens hat der zweite Anlauf geklappt. Allen befallen. Wir haben es hingekriegt. Hugh, ich hab's geschafft. Well, you did, okay. So hast du denn? Oh, eine Viererknarre ist ja nice. Vierer Holzbogen auch nicht so schlecht. Hat immerhin einen 54er Schaden. Der hier hat einen 38er. Das macht schon ein bisschen Unterschied. Im Kampf mit einem gezogenen Knüppel zu sprinten kostet 20% weniger Ausdauer. Das kennen wir ja schon. Stahl wäre weiterhin nice, aber die, ich benehme die Knarre, ne? Nehmen wir auf jeden Fall. Ihr seht, ich habe den Kochtopf doch mitgenommen. Das ging ja nass. Ach scheiße, bei der Bank wollte ich noch anhalten, die Kohle holen. Direkt zum Verkaufen habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht großartig was dabei. Gib uns gleich nochmal eine neue Aufgabe mit. Hier gibt es nochmal Befallen, ne? Ich könnte auch erstmal eine normale Abholquest mal wieder einschieben. Und dann machen wir demnächst auch mal eine Red Church Residence. Demnächst nochmal eine kleine Nachtaufgabe oder so. Aber das ist auch nicht ganz ohne, wenn alle Zombies am Rennen sind. Aber das haben wir im Sack. Da bin ich erstmal wieder beruhigt. Ja, dann soll es das für die Folge erstmal gewesen sein. Ich fahre jetzt nur noch nach Hause ausräumen. Guck mal, was wir so an Ressourcen noch brauchen. Und dann geht's weiter looten. Wir brauchen Bücher. Vielleicht fahre ich auch nochmal eine Runde durch die Stadt und guck mal nach einem Cracker Book. Dabei können wir bei der Bank mal die beiden Automaten leer machen. Noch ein bisschen Kohle holen, die wir umtauschen können in Dukes bei ihm. Und ich werde schon mal gucken, dass ich vielleicht ein bisschen was an den Anbeten vorbereite. Und nächste Folge holen wir uns auch den Loot-Drop, ne? Junge, Junge. Müssen wir ja schon wieder einen Zettel machen, dass ich weiß, wo es weitergeht. Bei den 1000 Sachen, die du auf der Uhr hast. Art musst du gleich auch noch ausräumen. Ich bin weg, Leute. Herzlichen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns morgen. Macht's gut. Bis denne. Tschüssi.